Wie es denn jetzt die Lazarus-Gruppe geschafft hat, sich anonym im Cryptospace zu bewegen, ohne Monero zu verwenden. Nicht von einer, sondern wahrscheinlich der größten Hackergruppe schlechthin. 2016 wurden 81 Millionen Dollar von der Bangladesch Bank erbeutet. Der bekannteste Vorfall aus diesem Bereich allerdings. Das ist und wird wahrscheinlich für immer bleiben Axie Infinity. Wir behaupten, dass es maximal 5 Menschen europaweit gibt, die das herausgefunden haben, was wir dir jetzt gleich berichten. Und eine Person davon, die ist Albert Quenberger von AQ Forensics. Wir sprechen von der Lazarus-Gruppe. Kurze Vorstellung, die folgt gleich noch. Und die haben einen komplett anonymen Weg gefunden, Kryptos zu transferieren. Und wir sprechen nicht von Monero, denn da hast du ja die Schwierigkeiten mit dem Auscashen. Und wenn dich interessiert, was wir herausgefunden haben und wie du 200 Dollar in Bitcoin gewinnen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine 8-Punkte-Checkliste kostenfrei für dich ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Wenn du dich schon ein bisschen länger im Cryptospace bewegst, dann hast du garantiert schon von der Lazarus-Gruppe gehört. Wir sprechen hier definitiv nicht von einer, sondern wahrscheinlich der größten Hackergruppe schlechthin weltweit. Also das, was die schon abgeliefert haben, das ist oftmals kinoreif. Da ist übrigens auch der Ursprung, wie sie so richtig bekannt geworden sind. Da kommen wir aber gleich dazu. Jedenfalls aufgrund von Muster, Vorgehensweise etc. vermutet man sehr stark, und das wird jetzt auch langsam nicht mehr revidiert, dass wir hier von einer staatlichen nordkoreanischen Hackergruppe sprechen. Die agieren allerdings in Zellen, also das bedeutet wild um den Globus verteilt, was es faktisch unmöglich macht, dass man da mal einzelne Menschen zwar dingfest machen kann, aber nie die komplette Gruppe. Man weiß nämlich auch zum Beispiel nicht, wie viele Menschen jetzt genau zu dieser Gruppierung gehören. Bekannt wurde die Gruppe durch ihren Cyberangriff auf Sony Ende November 2014. Hier beuteten und veröffentlichten sie 47.000 Sozialversicherungsnummern, diverse Passwörter und andere Unternehmensinternas. Zeitgleich drohten sie vor der Veröffentlichung der Filmkomödie The Interview. Im Film geht es um einen Mordkomplott gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Viele US-Kinoketten entschieden sich daraufhin dafür, den Film aus dem Programm zu nehmen. Sony sagte sogar den Kinostart zunächst ab. 2016 wurden 81 Millionen Dollar von der Bangladesch Bank erbeutet. Und auch das war echt krass, denn nach heutigem Stand geht man davon aus, dass die Gruppierung bereits Jahre zuvor Zugang zum System hatte und da quasi alles ausspähen konnte. Die Gelder, die wurden dann versendet, und zwar so zwischen den einzelnen Banken, dass dummerweise immer die empfangende Bank gerade einen Feiertag hatte. Das heißt, der Geldeingang konnte so nicht geprüft werden. Dann hat man sich schließlich das Geld in Peso ausbezahlt und hat wiederum in Koffern das Bargeld nach Myanmar geschafft. Und dann ging man erstmal ins Casino. Hä? Warum denn das jetzt? Naja, um das Geld zu waschen. Denn du darfst dir das so vorstellen, ein Großteil der Besucher des Casinos an diesem besagten Tag, die waren alle Mitglieder von Lazarus. Und dann saßen halt mehrere Lazarus-Mitglieder an einem zum Beispiel Roulette-Tisch oder Pokertisch und haben gespielt. Und der eine, der hat verloren, und der andere, der hat gewonnen. Jetzt muss man an der Stelle auch dazu sagen, nur zum Verständnis, das Casino, das zahlt die Gewinne wiederum mit den Verlusten der Verlierer aus. Und somit ist auch zeitgleich das Geld wieder sauber gewaschen. In den Jahren 2017 und 2018 erbeutete die Gruppierung Kryptowährungen im Gesamtwert von 571 Millionen US-Dollar. Der bekannteste Vorfall aus diesem Bereich allerdings, das ist
und wird wahrscheinlich für immer bleiben, Axie Infinity. Wir sprechen hier von einem Raub von 620 Millionen Dollar. Aber wie war jetzt das eigentlich möglich? Ein wichtiger Programmierer, der wurde zum damaligen Zeitpunkt kontaktiert auf ein ganz krasses Jobangebot. Da gab es mehrere Steps und ganz am Ende sollte er noch ein Formular ausfüllen. Und dieses Formular, das hat er dummerweise aus LinkedIn auf den Firmenserver runtergeladen. Und wie du dir jetzt wahrscheinlich denken kannst, es war eine Schadsoftware und die konnte sich dadurch ungehindert ausbreiten. Später konnten zumindest 5,9 Millionen Dollar sichergestellt werden. Angesichts der Gesamtsumme, ja, ist das Ganze nett, allerdings eher ein kleiner Trost. Soweit jetzt mal zur Vorgeschichte. Alle Details dazu, die findest du auch in anderen Videos. Wir schauen uns jetzt aber lieber an, wie es denn jetzt die Lazarus-Gruppe geschafft hat, sich anonym im Cryptospace zu bewegen, ohne Monero zu verwenden. Und da kommen wir zu einem weiteren Fall und das ist der Angriff auf Atomic Wallet. Zum leichteren Verständnis werden wir dir jetzt hier einfach mal die einzelnen Steps aufzeichnen. Der erste Step, der war noch relativ logisch und einfach. Es gab Zugriff auf Atomic Wallets, also das heißt, Assets wurden an eine MetaMask Wallet transferiert. Dann wurden diese gestohlenen Gelder in Ethereum konvertiert. Dann folgte eine komplette Transaktionskette. Die Ethereum, die wurden an eine DApp gesendet, dann in Weave geswappt und anschließend an das Avalanche-Netzwerk transferiert. Und dann folgte der eigentlich spannende Schritt, und zwar die Umwandlung zu BTCB und Burn. Also das bedeutet, im Avalanche-Netzwerk wurden die Weave zu BTCB gewechselt und anschließend verbrannt. Wir werden jetzt bewusst hier alle technischen Details komplett beiseite räumen und uns 0,0 um den technischen Background, was auf der Blockchain passiert, fokussieren, sondern wir schauen uns jetzt lieber an, was ist das Endergebnis. Wenn BTCB geburnt wird, dann muss der Wert 1 zu 1 auf der Bitcoin-Blockchain abgebildet werden. Und genau hier kommt die Schwierigkeit. Es ist ganz nett, ein forensisches Tool zu haben, mega cool und kann man alles auslesen. Allerdings hier kannst du dich halt wirklich auf die altbekannte Spurensuche begeben und erst, wenn du herausgefunden hast, wo dieser Bitcoin-Block ist und diese Transaktion, kannst du halt auch erst weitermachen. Und deswegen lehnen wir uns hier auch nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, es gibt wahrscheinlich 5 Menschen in ganz Europa, die das können. Ja, und damit, also auch der Aufruf an dich, du solltest es schon in den anderen Videos gemerkt haben, Albert hat es da halt wirklich drauf. Und wenn es da in irgendeiner Form hakt und zwickt und du sagst, irgendwie, ich hänge hier an irgendwelchen Stellen oder ich bin betrogen worden um Geld, ich weiß aber nicht mehr weiter, Behörden blicken auch nicht durch, dann melde dich bei Albert. Er macht eine kostenfreie Ersteinschätzung und allein dadurch hat er uns jetzt schon wieder bewiesen, krass, was er da so raus ermitteln kann. Denn du hast hier verschiedenste Konsensmechanismen, du hast Smart Contracts, du hast zig Swaps dazwischen. Das ist echt nicht einfach. Also wenn dich da nähere Details interessieren, beziehungsweise wenn du sagst, yo, alles klar, ich brauche hier Hilfe, dann schau mal in die Description, da ist der Link zu Albert. Jetzt würde dich allerdings wahrscheinlich noch was ganz anderes interessieren. Wie kannst du 200 Dollar in Bitcoin gewinnen? Das heutige Gewinnspiel wird präsentiert von Coinex. Coinex dürftest du kennen, eine große Crypto-Exchange. Hast du verschiedenste Möglichkeiten, egal ob Hodeln, also klassisches Buy and Hold, oder Copy-Trading, Futures und so weiter und so fort. Wenn dich die Themen interessieren, schau mal in die Description, da ist der Link dazu. Wie kannst du jetzt gewinnen? Schreib hier unten erstmal einen Kommentar. Was denkst du darüber? Kanntest du BTCB? Sagst du, ja, klar, ist ganz simpel. Oder sagst du, wow, krass, was da rausgefunden wurde. Sind wir sehr gespannt. Die Auslosung, die wird in unserer Telegram-Gruppe stattfinden. Also daher, wenn du da noch nicht dabei bist, da wirst du auch keine News in irgendeiner Form dann zukünftig mehr verpassen. Allerdings da, zum Beispiel was die Auslosung betrifft, solltest du definitiv dabei sein. Sonst bitte nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren und dann bist du im Loszopf mit dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.